checken. Kannst du deinen Freunden zeigen? Und dann, ja? Kann ich mich immer noch entscheiden, ob ich jetzt kaufe? Ja, ja. Genau, kannst du ein großes kaufen, ja? Erstmal ein kleines Geschenk. Du hast eine verrückte YouTube-Welt. Wenn du willst, kriegst du ein großes. Ja. Abgemacht? Hau rein. Ich habe auch kleine Leben. Oh, so schick sie mal ein mit, ja? Guck mal, hier gibt es so kleine für Babys, nichts für Bambino. Ja, guck mal, wie sie möchte. Sie möchte, ja? Ist ein Mädchen oder nur ein Mädchen? Ein Mädchen, das möchte er jetzt haben, ja? Weil Rückgabe. Ja, ja, aber da musst du mir 50 Cent geben. Dann, ja, gut, wir haben mal 50 Cent, sie geben 1 Euro zurück. Ja, dann gib mir 50 Cent. 50 Cent, wir kriegen 1 Euro zurück. Ja, du kriegst umgetauscht für 1 Euro. Nein, nein, wir möchten bar. Nein, Helle, du hast die Ware. Aber sie haben unsere Geld. Wir haben einen Anspruch für 15 Tage. Das war ein Geschenk. Nein, nein. Doch. Nein, Geschenk, das steht gar nicht. Normalerweise kostet das 10 Euro. Ja, wir würden nach. Normalerweise 10. Wissen Sie, Sie ich können mir dann fragen. Wir haben 15 Tage Rückgaberecht. Also wir müssen 15. Ja, aber das gilt nur für Deutsche. Die ist Deutsche. Sie haben ihr gegeben. Ich bin Ausländer. Ja, sehen Sie, die Ausländer gehen. Aber sie haben ihr gegeben. Mit mir hätten sie recht gehabt. Sie ist aber Deutsche. Also für Ausländer kein Rückgaberecht. Ja. Keine Ahnung. Okay, für Männer auch kein Ende. Aber wir diskutieren für die Mädchen und für die Deutsche. Ja, natürlich. Sie haben gesagt für die Deutsche und die ist Deutsche und die hat das gekauft. Aber die ist eine Deutsche. Ja? Vielleicht einziger unter uns. Na, aber das müssen Sie mir erstmal beweisen. Doch. Roshi, sag's mir doch. Oh. Nein, 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 nein. Bist du schön? Na gut, danke schön. Ja, einen schönen Tag. Hier kommt noch ein Tag. Wir kommen gleich. Ganz billig. 5 Euro. Letztes Jahr 20. Ganz billig. Als Weihnachtsgeschenk. Da freut sich die Mutti. Weihnachtsgeschenke. Hast du schon alle? Muss mal kaufen! Kauf mal was! Hast du schon Weihnachtsgeschenke? Ja. Ich hab ganz viele! Also klein, groß! Ich hab für 5 Euro oder für 1 Euro so für kleine, für Leute, die nicht so viel Geld haben, ja? Und da freut sich jeder! Legst du unter den Weihnachtsbaum, Mutti freut sich, Freund freut sich. Hab schon. Ja, aber das ist alles Müll, was du hast. Und das ist kein Müll, verstehst du? Das ist ganz gut, weil damit auch der Umwelt geholfen wird. Verstehst du? Weil alles, was die Leute kaufen, das wird sowieso nächste Woche weggeschmissen. Aber da wird nichts weggeschmissen, weil du kaufst sowieso nichts. Das ist wertvoll. Das hat einen Wert auch nächstes Jahr. Das kannst du für mehr Geld verdienen. Du kaufst es bei mir, gibt mir die Möglichkeit, was zu verdienen. Kannst du erst nächste Woche verkaufen für doppelt so viel, verdienst selbst was. Und wir machen keinen Müll. Keine Umweltverpestung. Was hältst du davon? Bist du nicht für 1 Euro ein? Zum Beispiel einen 5-Jahre-Steuer Sportwagen. Die lacht sich vielleicht der Brille auf und durch.
Ja, aber nichts hat sie ja schon. Ja, aber sie hat kein neues Licht, das ist neu. Aber das alte Licht ist viel besser als das neue Licht. Ich bleib bei dem alten Licht. Naja, aber dann bist du selber alt. Aber du weißt ja, zweimal nichts ist auch null. Ja, aber das ist 50% billiger. Also mein Licht. Ja. Nein, ich bleib bei meinem Licht. Du bist ein ganz großes Licht, also für ganz besondere Leute. Für ganz besondere Licht? Ja. Nee, will ich dann auch nicht ordentlich sehen. Ist so, aber kauf. Auch nicht. Auch nicht kaufen. Nee, ich will das weder sehen noch kaufen. Hast du ganz viel Nichts oder warum willst du kein Nichts kaufen? Ja, ich hab schon so viel Nichts und ich bin schon so viel Nichts, dass ich ja gar keins mehr brauche. Willst du in mein Geschäft einsteigen? Nee. Ich glaube, sie können sich gut aus. Ja, aber wahrscheinlich würde ich dich dann übertrumpfen und das ist ja dann auch doof. Ja, verkaufst du auch nichts oder was? Ich habe schon so viel nichts verkauft, dass ich schon reich damit geworden bin. Auf welchem Weihnachtsmarkt denn? Na, immer am Gendarmenmarkt, da wo die reichen Menschen sind. Ah, Westberlin. Na sicher. Ja, Mann. Viele Russen? Keine Ahnung. Die haben mich ja alle nicht verstanden, ich habe ja nichts zu verkaufen gehabt. Ah, ja. Aber trotzdem, hast du voller Geld nach Hause gekommen? Aber auf jeden Fall. Wie lange bist du im Geschäft? Seit 10 Jahren. Ah, ist das fünf. Ja, gut, das ist gut. Dann musst du dann wieder am Anfang, aber das schaffst du noch. Okay, bist du vielleicht der Long John mit den Zappeluhren? Nee. Weil von dem habe ich gehört, der soll nämlich ganz gut im Geschäft sein. Ach so? Nee, der bin ich nicht. Wie ist dein Spitzname? Mein Spitzname ist Little John. Little John? Ja. Okay, ich bin keiner. Hallo, das freut mich keiner. Das gibt's also nicht so oft. Und zwar, ich bekomme alle mal was für die ganzen Kleinen für den Einkauf. Als das ganz